ein paar ernsthafte Dinge noch einmal zu Zoom, der wohl am häufigsten verwendeten Videosoftware. Und wie ihr seht, die Spielerei ist, ich möchte ein bisschen zeigen, wie man mit diesen virtuellen Hintergrundbildern Meetings auflockern kann. Also wenn ihr hier schaut, ich habe diese Alpakas und Lamas, die findet man jeden Tag auf meinem Twitter-Profil, weil ich die benutze, um so die Stimmung in diesem Distanzlernen ein bisschen aufzuhellen. Also wenn ihr mehr davon wollt, folgt mir auf Twitter. Das wäre so mein aktuell favorisiertes Hintergrundbild. Jetzt, wie macht man das? Ich gehe mal jetzt hier aus dem Vorbildmodus raus zu den Einstellungen und kann hier virtuelle Hintergrund wählen. Da gibt es ein paar Voreinstellungen und ich kann dann aber natürlich auch so Klassiker verwenden wie hier. Das ist die Office. Wenn ihr das schon gesehen habt, dann fühlt es sich so an, als wäre ich jetzt eine Figur in dieser Serie drin. Das hier ist mein aktueller Favorit. Das ist Tiger King. Da muss ich jetzt wieder ein bisschen auf die andere Seite so schauen. Etwas kompliziert so. Dann kann ich jetzt hier mit Joe Exotic zusammen mit auf diesem Tigerbild drauf sein. Also wenn ihr Tiger King nicht kennt, ist ungefähr das Abgefahrenste, was man sich im Moment auf Netflix ansehen kann. Es ist eine Doku-Serie, die ja, unter die Haut geht, kann man vielleicht sagen. Dann, was habe ich noch so im virtuellen Hintergrundregal? Ja, ich lasse mal die Memes aus. Also da kann man ganz viele lustige Dinge machen. Ich zeige noch das hier. Ich kann nämlich auch Videos als Hintergrund einstellen. So, jetzt muss ich schauen, dass es passt. So, Achtung. Jetzt passt. Wenn ich es richtig mache, also jetzt habe ich das eingestellt. Man sieht mich so im Video. Hallo. Und jetzt kann ich auch in die Küche gehen und Abendessen vorbereiten. Und ich bin immer noch da und es sieht so aus, als ob ich total aufmerksam zuschauen würde. Dabei bin ich gar nicht mehr so aufmerksam. Ich kann jetzt hier auch in mein Handy reingucken. Aber das Handy sieht man nicht mal. Okay, und weggehen. Also ich bin jetzt quasi doppelt in diesem Meeting drin. So, jetzt habt ihr mich einmal hier und einmal hier. Also man kann ganz viele lustige Spielereien machen. Vielleicht muss ich noch hinzufügen, diese virtuellen Hintergründe, die funktionieren dann, wenn euer Rechner genügend Grafikleistung hat. Für alle, die es irritiert, mache ich es jetzt wieder aus. Also bei einigen, wenn ihr da den virtuellen Hintergrund öffnet, steht einfach, dein Computer hat nicht genügend Rechenleistung und im Moment kannst du das nicht benutzen und das ist dann sehr schade. Bei mir funktioniert's. Gut, also hier unten könnte man natürlich noch weitere Spezialitäten einfügen. Ich lasse es mal dabei. Jetzt, was sind ernsthafte Tipps, die man bei Zoom beachten sollte bei Meetings? Ich beziehe mich hier auf eine Vorlage, die hier, also ihr könnt mal das Konto anschauen. Also es ist Heike Püller, der diese Vorlage so erstellt hat. Ich hoffe, ich sage es richtig. Ich bin jetzt etwas unsicher, ob Heike oder Hauke, aber ja, ich entschuldige mich sonst schon mal voreilig. Also er hat das jetzt hier sehr schön gemacht. Er sagt, man sollte die Wartezimmerfunktion einstellen, Meeting-Passwort setzen, nicht eingeladen entfernen, private Chats deaktivieren und Bildschirmfreigabe deaktivieren. Jetzt und dann das Meeting schließen, wenn alle da sind. Wie macht man das? Den Bildschirm freigeben, das habe ich hier unten. Und jetzt kann ich hier erweiterte Freigabeoptionen wählen. Und ich kann jetzt hier wählen, wer kann freigeben, nur der Host oder alle Teilnehmer. Und wer kann Freigabe starten, wenn eine andere Person die Freigabe verwendet, nur der Host oder alle Teilnehmer. Wenn ich hier auf alle Teilnehmer klicke, dann heißt es eigentlich, können alle meine Freigabe auch überspielen. Das ist nur dann sinnvoll, wenn wir so in einem sehr kooperativen Meeting sind, wo niemand sich ja, destruktiv verhält, dann ist es sicher super, es so zu machen. Wenn es ein sehr hierarchisches Meeting ist, das ideal funktionieren sollte, dann müsst ihr es so einstellen, also dass nur der Host freigeben kann oder dass nur der Host eine Freigabe starten kann, wenn eine andere Person die Freigabe schon verwendet. Wenn ihr es so einstellt, ist es eigentlich auch unproblematisch, weil ihr könnt dann präsentieren. Und wenn ihr fertig seid mit der Bildschirmfreigabe, dann kommt die nächste Person dran. Dann haben wir hier
Also Teilnehmer verwalten Anzeigen, dann kommt hier so ein Menü, dann seht ihr alle Teilnehmer und ihr könnt hier dann die Teilnehmer auch stumm schalten. Ihr könnt mehr machen mit diesen Leuten, aber eigentlich ist es das, was man braucht, dass man jemanden stumm schalten kann. Und könnt hier unten alle stumm schalten und dann könnt ihr hier mehr machen und ihr könnt hier jetzt das Meeting sperren. Das heißt, es kann jetzt niemand mehr ins Meeting rein, auch wenn dieser Code vorhanden ist. Was ist das Problem mit diesem Code? Es gibt teilweise Menschen, die so diese Zoom-Meetings trollen, die sich also in Meetings einloggen, zu denen sie gar nicht eingeladen sind, weil sie die Links haben, weil die Links auch weitergegeben werden. Das verhindert man so, indem man wirklich das Meeting sperrt, wenn alle da sind. Ich würde jetzt grundsätzlich, ich gehe jetzt mal raus, ich beende das Meeting und zeige euch dann, wie man die Einstellungen vornehmen kann, wenn man ein neues Meeting plant. Also ich gehe jetzt hier auf Meetings, füge hier ein neues hinzu, kann hier dann das Datum wählen, wann das Meeting stattfinden sollte, kann entweder meine Meeting-ID verwenden. Ich habe einen Pro-Account. Ich glaube, das braucht man für die Personal Meeting-ID und sonst kann man automatische ID, dann kann man ein Passwort hinzufügen und kann dann bei erweiterten Optionen diese Warteraumfreigabe verwenden, die hier angegeben ist, damit alle gleichzeitig das Meeting beginnen können. Also man ist im Wartezimmer, das Meeting startet, man gehen alle rein, man sperrt das Meeting, es kann niemand mehr dazukommen, der nicht dazugehört. Und ein Passwort könnte sinnvoll sein, wenn man jetzt die Meeting-ID so frei rausgibt und dann gibt man allen, die wirklich auch teilnehmen sollten, noch ein Passwort dazu. Das kann hier dann sinnvoll sein. Ja, das wären so die wichtigsten Einstellungen gewesen. Gerade bei ganz großen Meetings empfiehlt es sich hier üben und einen Co-Host beiziehen. Also wirklich, wenn ihr wichtige große Meetings macht mit 50, mit 100 Personen, die da teilnehmen, macht es nicht alleine, sondern lasst euch helfen von jemandem, der oder die nur moderiert und versucht, durch das Meeting technisch durchzuführen, Fragen zu beantworten. Das war's mit Spielereien und Einstellungen zu Zoom. Meldet euch mit Fragen oder vor allem hier in den Kommentaren. Dann können auch alle, also generell, wenn ihr in diesem Kanal Fragen stellt, wenn ihr die per Mail an mich stellt, dann erfährt nur ihr die Antwort oder wenn ich mir die Mühe mache zu antworten, dann kann ich die nur euch geben. Wenn ihr sie hier in den Kommentaren stellt, können alle die Fragen mitlesen und die Antworten ebenso. Das wäre super. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.